Hallo bei Nerdfallmedizin. Hallo. Hier sind wieder Martin und Philipp. Und wir haben uns gedacht, heute erzählen wir mal ein bisschen was zu Anaphylaxie. Beziehungsweise muss man sagen, der Martin hat dazu schon eine ganze Menge erzählt und wird da sicherlich ein paar interessante Dinge zu berichten haben. Aber zuallererst mal, was ist denn eigentlich die Anaphylaxie, Martin? Die Anaphylaxie muss man unterscheiden von der Allergie, der allergischen Reaktion. Mhm. Die allergische Reaktion ist so der klassische Hautausschlag, Urtikaria, Juckreiz, rote Haut nach einer bekannten oder unbekannten Allergenexposition, wie man professionell sagt. Also man hat irgendeinen Kontakt mit einer Hautcreme, die Haut wird rot, sonst passiert aber nicht wirklich was. Mhm. Das ist eine allergische Reaktion. Anaphylaxie ist immer ein potenziell bedrohlicher Zustand und da gibt es so drei Definitionen. In Wirklichkeit gibt es mehrere Definitionen, nämlich die deutschen Guidelines haben wieder andere als die amerikanischen. Ich persönlich und viele andere finden auch die angloamerikanischen fast am besten. Die sagen nämlich Folgendes. Entweder Hautreaktion plus respiratorische Problematik. Das heißt, jemand, der hat einen Ausschlag und gleichzeitig quietscht er in der Lunge oder hat Schwierigkeiten mit dem Atmen oder hat das Gefühl, der Hals schwillt zu, ein Globusgefühl. Das wäre dann schon eine Anaphylaxie. Oder eine Kombination aus zwei verschiedenen Zuständen, nämlich respiratorische Problematik plus Hypotension oder plus gastrointestinale Beschwerden oder Zeichen von Endorganschaden. Das wäre zum Beispiel ein Laktatanstieg, Nierenwerte angestiegen, Leberwerte angestiegen. So also irgendwas, nicht so sehr für den Rettungsdienst. Nicht so sehr für den Rettungsdienst, aber also das Zeichen, dass der irgendwie schlecht wäre. Eine Kombination von zwei dieser vier genannten wäre auch ein Problem. Das heißt, es kann auch jemand eine Anaphylaxie haben, der hat schlimmste Bauchkrämpfe, vielleicht Durchfall und einen niedrigen Druck. Oder Atembeschwerden. Da wird es schon ein bisschen schwierig, ne? Ein bisschen tricky, weil nicht auch jemand mit einer Gastroenteritis kann einen niedrigen Druck haben und Durchfall haben. Dritte Variante wäre niedriger Blutdruck oder Schock nach einer Einnahme oder einem Kontakt mit einem bekannten Allergen. Also der hat Erdnussallergie, genau. Ist das irgendein Grund? Allergen ist das, worauf man allergisch ist. Ne? Genau, Allergen ist das, auf was man allergisch ist. Zum Beispiel jetzt klassisch die Nuss, der Bienenstich und so weiter. Okay. Sag mal, Martin, ich kann mich erinnern an einen Fall, von dem ich nur gehört habe. Da muss das innerhalb von Minuten nach Allergenexposition zu einem Kreislaufstillstand gekommen sein. Das hat mir echt Angst gemacht. Wie ist denn das? Kann das sein? Ja, das kann sein. Es gibt da ein cooles Paper, wir verlinken das dann in den Shownotes noch, wo sich ein paar Briten angeschaut haben, wenn Leute an Anaphylaxien sterben, und das ist zum Glück nicht so häufig, aber wenn es passiert, geht es relativ schnell. Wenn die sterben, wie schnell geht denn das dann wirklich? Und ist das unterschiedlich? Und die Antwort ist, ja, es ist unterschiedlich. Zum Beispiel nach Medikamentenexposition, also Iatrogen, wenn wir dem Patienten was geben, dann dauert es 5 Minuten, bis die sterben. Wenn sie sterben. 5 Minuten. Das heißt, die klassische Novalgin-Infusion, ja, im Fallbeispiel ist es immer das Novalgin, komischerweise, sind die oft nach 5 Minuten tot. Ja? Also dramatisch schnell. Nach einem Insektenstich dauert es manchmal 15 Minuten oder 15 Minuten ist so der Median, die durchschnittliche Zeit, bis die Patienten sterben, wenn sie sterben. Und nach Nahrungsmittel, bekannten Allergenen, ungefähr 30 Minuten. Das heißt, das, wo wir was auslösen können, ist blöderweise auch das, wo es am allerschnellsten geht. Und da geht es wirklich um Sekunden, um den Patienten zu retten. Puh, naja, gut. Das heißt, wir müssen genau wissen, was zu tun ist. Aber was gebe ich denn jetzt eigentlich bei der richtigen Anaphylaxie? Und jetzt der große Aufreger, auf den ich jedes Mal warte, wenn ich einen Vortrag zu dem Thema halten darf. Immer wenn es bei uns heißt Anaphylaxie im Rettungsdienst oder auch in der Notaufnahme, werden die Leute ganz nervös, weil man muss ganz viele Sachen aufziehen. Da wird Phenistil aufgezogen und Ranitidin und Prednisolon und alle. Ja, genau. Und schnell Prednisolon. Genau, oder 500 oder 2 Gramm oder irgendwas und zack, zack, zack. Und schnell an Zugang. Ah, die Venen sind schlecht an Zugang. Und was gebe ich jetzt? Und das hat alles keinen Sinn. Was will ich damit sagen? Es gibt keine Evidenz, das heißt null Beweise, dass Phenistil, also die sogenannten H1-Blocker, Ranitidin, also H1, H2-Blocker und auch die ganzen Corticoide, die ganzen Steroide, das Prednisolon, das Solodekodin und so weiter, dass die irgendwie den Patienten retten in der echten Anaphylaxie. Das Einzige, was einen Patienten rettet, das Einzige, was einen Effekt hat, ist Adrenalin. Adrenalin IM und zwar 0,5 Milligramm, das ist eine halbe Ampulle, also eine halbe kleine Ampulle, da ist 1 Milligramm drin, halbe Ampulle warte, pur. Warte, ich soll den Patienten, bevor ich ihm Prednisolon gebe, Penicillin, Atme.
Ach, das Philipp, ist ja verwegen. Das ist verrückt. Aber wenn man es nachliest, steht es auch in allen Leitlinien, auch in der deutschen Leitlinie, die mich persönlich jetzt fachlich nicht so begeistert, weil sie wenig sich mit Notfällen wirklich beschäftigt, sondern eher mit dem allergologischen, dermatologischen Fachgebiet. Selbst dort steht es drinnen. Das Einzige, das hilft, ist Adrenalin. Und das Adrenalin geben wir nicht, weil der Patient jetzt in einer Reanimationssituation ist oder im schweren Schock ist, sondern das Adrenalin geben wir als Antidot gegen die Anaphylaxie. Das wirkt direkt gegen diese Mastzellliberation, gegen die Histaminfreisetzung, wirkt an den Zellen, wirkt in den Gefäßen, tonisiert die Gefäße. Dieses intramuskuläre Adrenalin, ich habe das vorher, hast du mich schockiert unterbrochen, in den Oberschenkel, also den Muscus vastus lateralis da oben an der Seite des Oberschenkels, das ist das, was den Patienten rettet. 0,5 Milligramm, bei Kindern 6 bis 14 Jahre 0,3 Milligramm oder bei der mini kleinen 40 Kilo Oma kann man auch 0,3 Milligramm geben. Oder beim unter 6-jährigen Kind sind es 0,15 oder 0,15 Milligramm. Was man noch machen kann, nachdem man das getan hat, die Patienten, die Atemwegsprobleme haben oder auch eine Spastik pulmonal, also die quietschen oder Atemnot haben, kriegen supravernebelt, pures Adrenalin, 1, 2, 3 Ampullen, zum Beispiel pur über die Verneblermaske. Man kann auch Betamimetika vernebeln, ein bisschen später, also zum Beispiel Salbutamol. Salbutamol, genau, genau. Und die bekommen dann, wenn man einen venösen Zugang hat, Volumen, weil die meisten Patienten, die dann auch vom Kreislauf her schlecht sind, Volumendefizit haben, zumindest weil die Gefäße aufgeben, einen relativen Volumendefizit. Ja. Okay. So, jetzt haben wir das dem Patienten gegeben, jetzt haben wir ihn gerettet. Das ist ja ganz häufig so in der Notaufnahme, ne? Geht es eigentlich schon wieder ganz gut. Aber dann habe ich immer Angst vor der biphasischen Reaktion. Das ist ja so ein Wort, biphasische Reaktion. Irgendwann kann der Patient nochmal vielleicht eventuell schwere Reaktionen da haben. Gibt es das? Das gibt's. Das ist extrem diskutiert in der in dieser Fachszene der Anaphylaxie-Experten. Da gibt es unterschiedliche Zahlen von 5% der Patienten haben das, bis 20% der Patienten haben das, von sie haben nur leichte Reaktionen, es gibt nie eine Todesreaktion und so weiter und so fort. Es gibt's und die treten auf, meistens, wenn sie auftreten, in den ersten Stunden, 4 bis 8 Stunden ungefähr. Es gibt aber auch Berichte über 72 Stunden. Man empfiehlt den Patienten, dass sie ungefähr 12 Stunden in der Überwachung bleiben. Das sind so ungefähr die Zahlen, auf die sich die Spezialisten einigen. Eine Sache wollte ich noch sagen, zum Prednisolon, Fenistil und Ranitidin. Das wird weiterhin in den deutschen Leitlinien zumindest empfohlen. Das, aber auch dort wird erwähnt, dass es keinen Benefit fürs Überleben gibt. Mhm. Und eine reine Expertenmeinung ist, beziehungsweise nach dem Motto, wahrscheinlich schadet es nicht, also gibt es halt. Das ist auch Fenistil und Ranitidin, oder? Prednisolon doch schon. Ja, Prednisolon hat auch keinen Mortalitätsbenefit, aber da kann man es noch am besten erklären, warum es vielleicht helfen könnte. Aber auch das Prednisolon wirkt frühestens in den ersten Stunden, also niemals in der Notfallsituation am Anfang. Wenn man das geben möchte und quasi den Guidelines folgt, dann ist es absolut in Ordnung. Es ist kein Fehler, es ist nicht falsch, aber es ist halt einfach zurückgestellt hinterm Adrenalin. Die Dosierungen wären Prednisolon 2 Milligramm pro Kilogramm, das heißt 200 Milligramm ungefähr, 150 bis 200 Milligramm beim erwachsenen Patienten, nicht 500, nicht 2 Gramm, das bringt alles gar nichts, macht mehr Schaden, als es nutzt. Vom Fenistil, dem H1-Blocker oder einem anderen H1-Blocker, Fenistil 0,1 Milligramm pro Kilogramm, da muss man auch dran denken, das heißt, eine Ampulle, die 4 Milligramm hat, hilft einem 40 Kilo Patienten. Also diese eine Ampulle Fenistil, die man spritzt, ist auch für einen Hugo. Wenn, muss man dann meistens 2 bis 3 sogar geben. Dann werden die Patienten auch richtig müde. Und vom Ranitidin 50 Milligramm. Ja. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge gehört, aber jetzt ist die andere Frage. Jetzt manchmal kommt man ja zum Notfallort und dann hat schon jemand so einen Adrenalin-Pen sich reingejagt und dem geht es weiter schlecht. Mhm. Darf ich dem jetzt nochmal Adrenalin intramuskulär geben? Wie mache ich denn das? Ja, das darfst du. Also die Empfehlung ist, alle 5 bis 10 Minuten kann man dieses Adrenalin-IM wiederholen. Das ist auch kein Problem und da gibt es auch keine erhöhten Nebenwirkungen, deswegen, vor allem wenn die Patienten das wirklich brauchen. Noch ein Argument für das Adrenalin-IM ist, wenn das so gefährlich wäre, wenn man das nur im schlimmsten dramatischen Meganotfall überhaupt dran denken dürfte, dann würden wir niemals, und vor allem die Amerikaner würden niemals jedem Patienten mit Anaphylaxie so ein Pen verschreiben. Jetzt gibt es aber doch manchmal Fälle, wo der Patient richtig schockig bleibt. Und was mache ich jetzt? Anaphylaktischer Schock. Anaphylaktischer Schock. Dramatisches Krankheitsbild. Häufig junge Patienten. Furchtbare, miese Situation. Ja. Dann irgendwann mal muss man von der EM-Gabe wegkommen. Die EM-Gabe
wird nicht nur deshalb empfohlen, weil sie schnell geht, schneller als dieses Venensuchen und Zugang legen, sondern auch, weil sie weniger Nebenwirkungen als die IV-Gabe hat. Also es hat tatsächlich Vorteile, die IM-Gabe. Aber wenn der im schwersten Schock ist, muss man irgendwann mal auf IV umsteigen. Dann wird man dem Patienten aus der Hand Boli von Suprarenin, also Adrenalin, geben. Das wären 0,05 Milligramm Boli. Das sind, wenn man eine Ampulle Supra, also 1 Milligramm auf 100 Milligramm auflöst, also zum Beispiel in so eine Nazl-Kombiflak 100 Milliliter auflöst, 10 Milliliter rauszieht, wären das 5 Milliliter, die man ihm dann gibt. Also 0,05 Milligramm. Oder wenn man dann später dafür also die Ressourcen hat oder das Equipment, dann wird man dem auch den Patienten wahrscheinlich auch ein Perfusor, also Adrenalin per Perfusor geben als Dauerinfusion. Das sind dann, wenn man es verdünnt mit 5 Milligramm auf 50 Milliliter, so dass ich jetzt euch und mich nicht verwirre, 5 Milligramm auf 50 Milliliter mit 3 bis 5 Milliliter pro Stunde, das sind dann 0,3 bis 0,5 Milligramm pro Kann Stunde. man sich doch wunderbar merken. 50, 5 und 5. Genau. Super. Sehr gut. Yoga. Glucagon Okay. kennt jeder von uns, nee, kennt nicht jeder von uns. Seltenes Medikament bei Patienten, die einen Beta-Blocker einnehmen, die brauchen manchmal noch Glucagon 1 bis 3 Milligramm Glucagon, Um den Beta-Blocker zu um antagonisieren. den, um genau, um die Wirkung des Beta-Blockers so ein bisschen hintanzustellen. Aber wenn der Patient jetzt trotzdem nicht gerettet werden kann oder vielleicht der Patient schon in einer Reanimationssituation ist, was mache ich dann? Was habe ich so für Rückfallebenen noch? Wenn man Patienten reanimieren muss, wo man davon ausgeht, dass es eine Anaphylaxie ist oder man den vielleicht sogar einfach verloren hat in der Notfallsituation, dann kann man darüber nachdenken, Standard-ACLS-Verfahren, schnell den Atemweg sichern, weil die häufig zuschwellen, höhere Dosen von Adrenalin, wenn es nicht gleich am Anfang funktioniert, also statt 1 Milligramm zum Beispiel 2 Milligramm, Hochdosis-Volumengabe über ein bis zwei Zugänge im Notfall Intraossea, zack, zack, zwei und Volumen ordentlich reinschießen. Man nimmt die Beine hoch, um noch ein bisschen Volumen zu gewinnen. Man kann sogar über Kolloide nachdenken. Das sind alles jetzt nur reine Expertenempfehlungen. Ja. Also irgendein Häs. Und als allerletzte Als Rückfallebene. allerletztes, wie fast immer, gibt es zum Beispiel noch die Idee, dass man die Patienten an die ECMO nimmt. Also an die Herz, eine Art Herz-Lungen-Maschine, möchte ich fast sagen. Cool. Cool, naja, Martin, naja, also die Anaphylaxie an sich ist sicherlich nicht cool, aber ich glaube, du hast eine ganze Menge dazu erklärt. Super Sache. Was mich jetzt interessieren würde noch zum Abschluss, es gibt ja noch das Angioödem und wir können für die ganzen Facebook-Liker machen wir eine Umfrage. Wenn euch das Angioödem interessiert, wir bringen dazu eine Episode, wenn mindestens 5 Leute uns beschreiben, dass sie das Angioödem gerne mal diskutiert haben wollen. Martin, vielen Dank. Das war's von uns. Teilen und liken. Ciao. Ciao.